Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft der Staffel 6. Und nochmal kurz, sorry vorweg erstmal, dass gestern keine Folge kam, aber ich war gestern eigentlich zu Hause gewesen und habe vollkommen verplant, dass ich ja noch eine Folge machen muss und die noch hochladen muss. Dementsprechend kam gestern keine Folge, deswegen kurz sorry auf jeden Fall. Aber ich war etwas fleißig gewesen. Ich habe ein bisschen was verkauft und so weiter. Also Papier und so. Und ich glaube ein bisschen Eisen sogar auch noch. Und habe dann das Dach endlich fertig gebaut mit einem Schornstein. Und die Sachen, die wir heute machen werden, sind zwei Sachen. Oder, naja, erstmal eine Sache auf jeden Fall. Und zwar ein Weg zur Eisenfarm. Das hat, weil hier führt kein Weg aktuell bis jetzt zum Beispiel, also bis jetzt, also Stand jetzt so, zur Eisenfarm. Also kein Weg, kein Nichts, kein Nirgends, also gar nichts eigentlich. Deswegen müssen wir unbedingt einen Weg hinbauen. Und dann kann ich mal gucken, auf einer anderen Welt, auf der Testwelt, wo ich ein paar Sachen ausprobiere immer, ob man auch mehrere Eisenfarmen hintereinander bauen kann, ohne dass die aufhören zu funktionieren. Weil dann hätten wir mehrere Eisenfarmen, mehrere Eisenfarms. Ne? Ja, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr entspannt und sehr, sehr angenehm. Aber wir gucken erstmal kurz an, wie das Dach ausschaut. Erstmal so, ne? Klar, ich weiß jetzt nicht so wirklich, dass... Oh mein Gott, genau jetzt, wo ich aufnehmen will, wird mein Bruder wach. Und es kann sein, dass ich gleich da ein bisschen cutten muss. Deswegen, es fängt ja schwer gut an, wirklich. Mann, 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 auf jeden Fall. Das Dach ist auf jeden Fall ganz okay geworden, sag ich mal. Und der Schornstein etwas größer, da das Gebäude ja auch groß ist. Dementsprechend halt einen großen Schornstein, also ein breiter Schornstein auf jeden Fall. So 2x2 mit einer Fläche von 4 Blöcken. Und ich habe nochmal bei der Erstbambusfarm einen Schornstein zugefügt. Das heißt, dieses Haus hier auf der Welt hat einen Schornstein. Dementsprechend, ja, ich finde halt Schornsteine sehen auch von weit weg sehr, sehr anspannend und sehr geil aus. Deswegen finde ich, kann man so sagen, dass Schornsteine auf jeden Fall sehr, sehr geil aussehen und die ganze Welt ein bisschen belebter machen. Belebter, also nicht beliebter, sondern belebter. Holy moly, was ist denn hier los? Okay. Ich habe das Gefühl, da unten ist irgendwas. Oh. Hi, hi. Alter, sag mal. Diese ganzen Endermans hier zerstören die Welt. Ah, es ist wirklich bodenlos teilweise, weil ich stand wieder ein bisschen rum AFK für sogar 30 Tage. Also naja, ich meine für 30 Ingame-Tage so. Deswegen, die ganzen Endermans nerven ganz schön, weil die gefühlt jeden Block hier verschieben und hinpacken, wo sie wollen. Deswegen, aber... Ich würde sagen, wir graben uns ein bisschen Erde und dann fangen wir direkt auch an mit dem Weg. Und ja, ich weiß, es wird Nacht gerade, aber ich meine, wir sind ja ganz gut ausgerüstet. Achso, by the way, ich habe jetzt eine Spitzhacke mit Effizienz 4 und Behutsamkeit, die zum Stein abbauen, also für normale Stein oder allgemein für, ne, also für Cleanstone oder halt für andere Sachen, außer für Cobblestone. Für Cobblestone nehmen wir nämlich die hier mit Effizienz 4, aber mit Glück 3 obendrauf, weil ich wollte jetzt nicht eine dritte Spitzhacke bauen, weil das wäre uns ein bisschen zu much, also ein bisschen too much für Stand jetzt auf jeden Fall. Deswegen Glück 3 und Glück 3 ist jetzt die drauf mit Effizienz 4, das heißt zum Cobblestone-Farmen wird die verwendet und für normale Blöcke halt die mit Behutsamkeit. Ha? Aber, ja, kurz by the way hier, ne? Sehr angenehm auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr angenehm. Mann, 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 ey. Das Ding ist, Terraforming ist wahrscheinlich das größte Projekt hier auf der Welt. Teilweise, nicht immer, aber meistens eigentlich, deswegen. Ja, na gut. Wir machen erstmal ein bisschen Terraforming. Ne? Gut, nur für den Weg erstmal auf jeden Fall. Später wird der Rest gemacht, aber jetzt erstmal nur für den Weg, weil es reicht erst für den Anfang auf jeden Fall. Genau, dementsprechend. Ich glaube, wir verwenden ja, genau, wir verwenden Holzslabs für die Stufen, also Holzstufen für den Weg. Ja. Ja, nehmen wir mal ein bisschen was hier raus. Oh,
Ach komm, ich würde sagen, wir schlafen wir erstmal fix, weil ich will jetzt nicht gefühlt mit 1000 Mobs im Rücken da irgendwie Sachen machen. Deswegen ist es ein bisschen blöd immer teilweise. Aber das soll uns ja jetzt nicht aufhalten, da wir geschlafen haben. Kurz by the way, wir sind jetzt fast Tag 300. Also wir sind gerade genau Tag 291. Ist auf jeden Fall schon alter Schwede. Ich glaube, 100 Tage sind in Real Life 33 Stunden. Also, ja. Das ist halt schon wirklich ganz schön ordentlich. Ich würde sagen, machen. Hast du erstmal geradeaus durch? Genau. Also, ich bin echt mal gespannt, wie die Welt hier ausschaut bei Folge 50 und bei Folge 100. Weil, wenn es so weitergeht, wie es aktuell läuft mit den ganzen großen Bauprojekten, wird die Welt bald richtig geil aussehen und groß und massiv aussehen. Aber ich habe gesagt, die meisten Sachen hier werden Farmgebäude sein, damit wir mehr Emeralds bekommen. Weil wie gesagt, das wird hier heute mal, oder bei dem Projekt auf jeden Fall, eine richtige kapitalistische Welt, wo es nur um Geld geht, also um Reichtum sozusagen. Ja. Und durch den Reichtum können wir halt, also durch die Smart sozusagen, können wir da auf jeden Fall sehr viele Baustoffe traden, für mehr Farmen, was halt heißt, mehr Smart, ne, dementsprechend. Moment, ich trinke kurz was, einen Moment. So, wir sind schon bei Minute 7 ungefähr, okay, das passt auf jeden Fall. Ja, das wäre erstmal so der Weg. Natürlich ein bisschen ausleuchten hier, weil, ja, ne, wegen Mobs und so weiter. Dementsprechend hier. 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 Ja, alles gut, ich weiß, die ganzen Laternen werden später hinzugefügt, aber ich will erstmal eine Grundbeleuchtung haben. Und später kommt natürlich hier noch die ganzen Laternen hin. Aber erstmal nur so ganz normal. Ohne viel Aufwand. Und kurz, by the way, dieses ganze Getrade ist eine richtig gute Idee, also eine gute Möglichkeit, um richtig viel und richtig schnell richtig viel Emeralds, Emeralds auch, aber ich meine EP zu bekommen oder XP eher gesagt. Also, haha. Okay, es ist schon mal ganz okay. Ja, also ich teste mal nachher auf einer anderen Welt, auf meiner Kreativ-Testwelt, ob das funktionieren würde, rein theoretisch mit zwei Farmen oder mehreren nebeneinander. Weil das wäre auf jeden Fall, uiuiui, weil Eisentrading ist noch effizienter und noch besser für Emeralds als durch Papier oder Stöcker. Deswegen, oh ja. Das heißt aber, glaube ich, dass wir hier im Radius nicht wirklich viele Gebäude bauen können, weil sonst die ganzen Eisengolems in den Gebäude drinne spawnen, weil die Farm stand ja eigentlich erst hier vorne. Moment. Die stand ja erst zweimal sogar. Ja. Und zwar, ach, diese Endermans, ne? Alter, Mann. Einmal hier hinten, hier vorne meine ich. Ungefähr hier so. Und einmal hier so, also ein bisschen weiter entfernt von dem Haus hier. Und jedes Mal sind diese scheiß Viecher da ganz oben drin gespawnt. Nee, ich glaube hier Etage 2 sind die gespawnt, in der Etage 2. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann ich probiere es hier hinten mal und hier geht es auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie der Radius ist. Deswegen. Oh, hört ihr das? Oh. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr satisfying, weil ich dann weiß, okay, die Eisenfarm funktioniert und macht keine Probleme. Dementsprechend, alles läuft, wie es laufen soll. Ende gut, alles gut. Ja. So. Das ist ein Terraform wieder. Okay, das ist schon sehr viel zu Terraform. Ich würde sagen, das machen wir weg hier, die Etage, also diese Ebene. Ja. Und wie gesagt, also neue oder mehrere Eisenfarben miteinander wären auf jeden Fall sehr entspannt. Weil hier so viel Eisen, ich glaube 4 Eisen gegen 1 Smaragd ist ein guter Trade. Und mit einer Eisenfarbe oder mehreren Eisenfarmen wäre so ein Trade sehr, sehr saftig.
knappig wegen Emeralds und wegen EP. Deswegen am besten müssten wir noch ein paar mehr Witcher ausbilden oder zeugen, oder halt zeugen lassen, die einen Job haben für Eisen gegen Magde. Nee, die halt, wie gesagt, mehr Trades haben, weil nach einer Zeit haben wir jetzt einen Cooldown, dass die nicht noch verkaufen können. Und wenn wir halt davor zum Beispiel, keine Ahnung, 5 Stück haben, können wir jetzt 5 Witcher dazu bringen, uns das alles zu geben. Im Sinne von, wir traden da viel. Auch bei Papier zum Beispiel oder bei diesen ganzen Baustoffen, die wir brauchen. Wäre es auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Also es wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr saftig. Dementsprechend, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was das nächste große oder größere Projekt sein wird. Vielleicht eine größere Trading Hall, also eine richtige Trading Hall, wäre auf jeden Fall eine Idee. Oder noch mehr Eisenfarmen auf jeden Fall, das wieso. Aber ich meine jetzt so neue Bambusfarmen eventuell. Okay, gut. Ich würde sagen, bis hier wird nichts gebaut, nur Eisenfarmen. Und hier hinten wird auf jeden Fall wird vielleicht eine neue Bambusfarm entstehen. Ich meine, wir haben noch Eisen und so weiter. Deswegen könnte man da rein theoretisch auf jeden Fall neue Bambusfarmen bauen. Die wir dann umcraften in Holz, also in Bambusholz, und dann in Stöcker umcraften. Oder allgemein, wenn wir mit Bambusholz bauen sollten, als Baustoff. Ja. Oder Brennstoff. Aber ich glaube, der Ofen hier wird mit so viel Zuckerrohr, so viel Bambus meine ich, beliefert. Ja, kurz, by the way, die Türen sind weg. Ich weiß nicht wieso. Die wurden wahrscheinlich irgendwie eingerissen, keine Ahnung von den Mobs. Ja. Und da hier ist sehr viel. Oh, ein netter Ziegel. Ah, wunderbar. Geil. Auf jeden Fall, die ganzen Trichter hier waren voll gewesen, bis vor kurzem noch. Bis hier circa. Also die ganzen, alles voll. Dann meinte ich so, ach komm, scheiß drauf, dann holst du dir ein bisschen Bambus ab, formst die um in Stöcker und in Emeralds halt, ne? Und das war eine gute Idee gewesen auf jeden Fall, aber das heißt, zum Umkehrschluss, unser Ofen ist nicht mehr so voll mit Bambus als Brennstoff wie jetzt vor ein paar Stunden. Ah, ist blöd, aber müssen wir durch. Und wir sind jetzt wieder bei 12 Minuten 30. Okay, ist auf jeden Fall ganz gut. Ich sage dann, traden wir noch ein bisschen Papier. Oh, Moment. Moment. Oh. Ja, so, gut. Fuck. So, wir sind zurück auf jeden Fall. Und ich habe noch kurz wieder Türen gecraftet, weil ich die Türen gerne wieder hier platzieren möchte. Ja, dementsprechend. Wir können mal kurz gucken, wie viel. Oh, ach. Wie viel Bambus jetzt, ach, wie viel Zuckerrohr jetzt wieder hier ist. Kurz unter den Tag clearen. Ah, so. Mensch. Alter. So. Oh, wow. Ein halber Stack. Wow. Okay. Aber unsere große Zuckerrohrfarm hier vorne, die ist so schnell produzieren und die produziert so viel. Deswegen also, ah, wunderbar. Ich glaube, das ist die größte Zuckerrohrfarm, die ich jemals gebaut habe. Ja, safe. Die größte Safe. Also wirklich. Klar, sie war doch schon sehr ressourcenaufwendig und zeitaufwendig. Aber ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall vollkommen gelohnt. Deswegen, ja, scheiß drauf. Genau. Ich würde sagen, jetzt craften wir uns ein bisschen Papier nochmal und traden ein bisschen nochmal, bevor wir gleich die Folge. Hä? Bevor wir die Folge ausmachen, so meine ich. Die Folge beenden auf jeden Fall so. Deswegen, so, na, scheiße. So, damit müssen wir auf jeden Fall, oh ja. Das musst du auf jeden Fall ordentlich hitten. Ah, da. Diese ganzen Villager, die stehen hier vorne immer wie, als würden die, keine Ahnung, Alter. Mann. So, komm hier. Give me some Emeralds. Hallo. Mann, gib mir Emeralds, Mann. Zack, zack, hier. Und 16, genau. Der nächste wieder. Bam. Also ihr hört schon, hier kommen richtig viele Level durch. Wir straden mal nicht.
Wo ist der andere? Hier. Komm her. Oh ja. So. Perfekt. So, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.